Willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute bin ich mal wieder im Ausland unterwegs, bin in Peru. Ja, in Peru wird tatsächlich Whisky hergestellt. Und habe für euch von, naja, es steht Don Michael drauf. Wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich sage einfach Don Michael, ein Black Whisky. Und zwar ist der aus Black Corn. So, Black Corn, was sagt uns das? Das ist schwarzer Mais, so ein schwarzer Andenmais oder so heißt das. Also habe ich ein bisschen mal nachgeguckt. Und ja, der wird halt quasi da angebaut und daraus brennen die diesen Whisky. So, wie bin ich zu diesem Whisky gekommen? Jemand aus meiner Community, der Volker, war im Urlaub in Peru und hat dann aus Peru quasi geschrieben, hallo, hier Sascha, ich könnte hier so eine Flasche mitbringen. Und zwar vom peruanischen Whisky. Und ich so, boah, krass, habe ich ja noch nie gehört. Was ist das denn so? Und dann hat er gesagt, ja, so und so, schwarzer Mais und so. Ich sage, geil, hört sich mega an, bitte bring mit, ne? Ja, dann hat der Volker aus seinem Peru-Urlaub quasi die Buddel für mich mitgebracht, die leider nicht so einfach zu öffnen ist, wie ich gerade sehe. Ich guck mal gerade, ob der irgendwo hier so einen Anfang hat. Also in letzter Zeit habe ich ja mit Flaschen aufmachen. Ja, ich sehe schon, das kriege ich, glaube ich, so nicht hin, oder? Doch, mal schauen, vielleicht hier. Ah doch, hier ist ein Anfang. Ah ja, jetzt habe ich es. So, ja, den hat er mir dann halt mitgebracht und ja, die Bulle ist jetzt halt hier gelandet. Ich finde es halt total spannend, dass da quasi halt so ein Whisky aus schwarzem Mais quasi gebrannt wird. Aber die brennen natürlich nicht nur aus dem schwarzen Mais, sondern da sind auch noch ein paar andere Sachen mit drin. Oh, der riecht spannend. Da sind noch ein paar andere Sachen mit drin. Und zwar nehmen die halt nicht nur diesen schwarzen Mais, sondern packen da noch Malted Wheat und halt normale Gerste halt mit dazu. Ne? Und daraus brennen die dann quasi diesen Whisky. Liegt einfach daran, dass der Geschmack wohl von diesem schwarzen Mais halt sehr, sehr intensiv ist. So, und damit ich das mal zeigen kann, was das so oder wie dieser Mais aussieht, aus dem wir Whisky brennen, hat der Volker mir auch noch so einen Maiskolben mitgebracht. Den hole ich mal hier aus der Verpackung raus und zeige den euch mal. So. So sieht das Ding hier aus, ne? Also es ist dieser schwarze Mais. Schon krass, ne? Also ist ja auch eine relativ dunkle Farbe vom Whisky. Da weiß man auf jeden Fall schon mal, das wird vermutlich nicht nur vom Holz kommen. Wobei ich finde, so schwarz ist der Mais eigentlich gar nicht. Der sieht eher so sehr dunkel lila Farben aus, ne? Also schon so schwarz-lila Farben, so in die Richtung geht das eigentlich. Aber nicht so schlimm. Ich finde es mega cool, dass der Volker das gemacht hat, dass er es mitgebracht hat. Und wohl, obwohl, wisst ihr was, ich lasse den mal hier draußen, den Mais. Dann können wir den auch hier liegen lassen. Dann kann man den auch die ganze Zeit sehen. So, mal mit der schönen Seite zu euch. So, und die brennen dann quasi aus diesem Mais und aus dem Malted Wheat und aus der ganzen Gerste brennen die ja diesen Whisky. Auch mit natürlich Bergquellwasser, ne? Also klar, wenn du schon in Anden bist, nehmen die natürlich das Wasser, weil es da auch gibt. Und der ist dann halt, oder ist 4 Jahre alt, wird dann quasi auch gereift in so Honeycomb Barrels. Also ich kann schon mal sagen, habe ich noch nie was von gehört. Wenn man dann im Internet ein bisschen recherchiert, findet man dann das hier. Ich zeige das mal hier so, das könnt ihr vermutlich sehen. So sehen die Dinger aus. Ja, ihr seht es. So sehen die, auf jeden Fall sehen die so aus. Das ist so eine Bienenwabenstruktur quasi. Und das wird quasi in dem Fass eingelegt, beziehungsweise ins das Fass rundherum damit ausgekleidet. Was macht das für einen Sinn? Klar, hat natürlich dann viel mehr Auflagefläche im Holz. Ne? Also klar, da gehen viel mehr Aromen raus aus dem Holz, wahrscheinlich auch viel mehr Süße. Ne? Also ist halt generell mehr Fläche, wo der Whisky mit dem Holz halt arbeiten kann. Ja, spannende Nummer auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin da, ist für mich komplettes Neuland. Ich habe, bis der Volker mir davon berichtet hat, nichts von diesem Whisky gehört und finde es auf jeden Fall total spannend. Diese Honeycomb-Fässer sind auch First-Use-Fässer. Heißt also, da war vorher nichts drin. Also nehmen halt wirklich ganz frische neue Fässer, ne? Und die haben wohl auch, es gibt auch ausgebrannte Honeycomb-Fässer. Ich weiß aber nicht, ob die hierfür auch benutzt worden sind. Da siehst du halt, wie dieses Fass halt zusammengebastelt ist und ist halt von innen komplett schwarz, ne? Weil es halt stark ausgebrannt ist, ne? Aber ob das jetzt hier wirklich passiert ist, das weiß ich nicht. Ich glaube aber schon, ne? Weil,
Ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass die nur dieses neue oder nur die neuen Fässer nehmen. Die werden vermutlich auch welche getoastet oder getoastete Fässer nehmen, einfach um da noch ein anderes Aroma mit reinzukriegen. Ja, spannende Nummer auf jeden Fall. Aus dem Mais, hat der Volker mir noch erzählt, machen die da wohl irgendwie auch so eine Art Limonade oder Punsch. Da kriege ich auch noch das Rezept für, da bin ich auch gespannt, weil dafür werde ich den Mais dann auch nutzen. So, bevor das jetzt hier gleich schief geht, würde ich sagen, halt mal die Nase rein und guck mal, was wir so im Glas haben. Wir haben übrigens schmale 45%, ne? Also vermutlich ideale Trinkstärke, aber wir gucken mal, wie der so in der Nase ist. Los geht's. Also der riecht schon intensiv nach dem Mais. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte vielleicht an dem Mais auch riechen, aber der Mais ist so krass getrocknet, glaube ich. Da kann man, glaube ich, nicht mehr viel dran riechen. Der hat auf jeden Fall nicht mehr so viel Aroma. Aber es riecht krass nach Mais. Also nach richtigem, krass getrocknetem Mais und vor allen Dingen nach dem, ne, wo der Mais halt dranhängt, hier dieses Gedöne. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also das Zeug, wo die Körner dranhängen an dem Maiskolben. Danach finde ich, riecht das sehr intensiv gerade. Und hat auch eine krasse Holznote. Also Holz ist auf jeden Fall präsent. Aber ich muss sagen, der riecht schon sehr, sehr süffig. Ja, also du hast wirklich. Mich erinnert das so ein bisschen an so ungesüßtes Popcorn, was aber schon so vielleicht zu lange im Topf war, ne? Du kriegst halt so eine Süße noch mit, aber die Süße ist eher so zurückhaltend im Hintergrund. Ist eher so wie so ein bisschen so eine Mischung so aus Uhu und Zuckerrübensirup, würde ich sagen. So was ist das irgendwie. Also ein bisschen Uhu hat er auf jeden Fall auch. Aber ansonsten hat er dieses super krasse Maisaroma. Und hat auch was von so einem schönen, frischen, gebackenen Brot. Ne? Als wenn ich wirklich so ein, ja, so ein frisches Brot halt habe, so ein Bauernbrot, so ein Roggenmischbrot vielleicht, ne? Wo nur so ein kleiner Teil Roggen mit bei ist. Dann ist noch so eine leichte Restfeuchte, nachdem es vom Backen aus dem Ofen kommt. Das schneidest du gerade auf und dann riechst du einfach mal so da dran. Das ist auch so dieser Geruch. Ich finde den total interessant, weil der hat für mich so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, so hinten raus erinnert er mich so ein bisschen so an so eingelegtes Gemüse. Ne, kennt ihr so Mixed Pickles oder so? Also nicht diese Säure oder so, sondern einfach so, wenn ihr das in so einer Schale habt und ihr riecht einfach mal dran. Oder ihr holt das gerade aus dem Glas raus und legt das in die Schale rein und so. Und dann riechst du einfach mal da dran. Das ist so für mich so. Ja, ist irgend so eine, auf jeden Fall könnte auch so eine, so was mit Sellerie oder so sein. Ich weiß es nicht so ganz sicher. Aber der wird hinten raus, finde ich, hat der so eine, also mich erinnert das total an so eingelegtes Gemüse halt, ne? Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, dass diese Bienenwaben-Dinger da, diese Honeycomb-Barrels, dass sie benutzt worden sind, gibt dem auf jeden Fall eine schöne Holznote, die aber nicht in der Nase total überladen riecht, sondern schon echt lecker riecht. Ne? Also der Whisky, also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Der Whisky riecht wirklich lecker süffig. Deswegen trinke ich den auch jetzt. Sláinte. Oder Cheers. Oder wie sagt man denn in Peru? Wer weiß das, wie man in Peru das ausspricht? Der kann es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich sage einfach mal Cheers. Ja, also ist sehr kräftig. Also er hat ein sehr intensives und krasses Aroma. Das Problem ist nur, ich kann diesen Geschmack nicht einordnen. Also es ist so, ich kenne den Geschmack nicht. Ist echt, also der erste Geschmack, den du im Mund bekommst, ist so, keine Ahnung, total undefinierbar für mich. Schmeckt aber.
bringt relativ viel Holz mit. Und dann ist der so, was heißt, also der ist so ein bisschen so, so ein bisschen ölig, so ist der, aber nicht viel, so ein bisschen ist das nur. Aber dabei kommt so, sobald so dieser undefinierbare Geschmack für mich gerade noch, vielleicht fällt mir gleich noch was dazu ein, wie das ungefähr schmeckt, aber ich kann es nicht einordnen gerade. Danach merkst du wirklich das Holz. Danach kommt eine schöne Süße, eine richtig geile Karamellnote, so eine Popcorn-Karamellnote kriege ich hinten raus. Der hat so eine, ja, ich würde fast sagen, das ist so ein sehr intensives Barrel Char, schöne Röstaromen, ein bisschen so geröstete Haselnüsse. Und ich finde auch, der hat so im Abgang auch so einen sahnigen Moment, als wenn du so ein bisschen Sahne trinken würdest. Also super spannende Abfüllung. Also es schmeckt auf jeden Fall echt gut, muss ich wirklich sagen. Da ist es jetzt schon schade drum, dass man da sehr schwer drankommen wird die nächsten Jahre. Außer irgendjemand importiert den und da kostet der wahrscheinlich wesentlich mehr. Denn jetzt, wenn man das mal hochrechnet, ich habe jetzt für die Flasche, ich glaube, der Volker, 40 € hat die Flasche, hat das gekostet. Mit Versand. Also 40 € mit Versand. Wenn der vermutlich importiert werden muss, wird es wahrscheinlich im dreistelligen Bereich liegen. Naja, ich probiere nochmal einen Schluck. Ja, also ich finde, der kriegt auch so eine leichte Würze. Der hat so ein bisschen so Weihnachtsgewürz, so Zimt oder sowas. Oh, ein bisschen verschluckt. So ein Zimtgewürz ist das irgendwie, als wenn ich so ein bisschen Spekulatius backen würde oder so. Wisst ihr, so in die Richtung geht das. Und ja, der ist halt schon spannend, ne? Also ich muss wirklich sagen, das ist jetzt so nichts, was man so. Oder wo ich sagen würde, das habe ich schon mal im Glas gehabt. Oder so etwas Vergleichbares hatte ich schon mal im Glas. Ich finde auch die 45%, die sind so minimal da, die schieben so ein kleines bisschen. Aber ansonsten ist das wirklich, der Alkohol ist top eingebunden. Und der Whisky ist wirklich lecker. Also das ist ein wirklich leckerer Whisky. Und ich merke auch den Abgang, der relativ lang ist. Du hast eine schöne Würzigkeit im Abgang. Der ist wirklich, wirklich, der hat, du hast diesen sahnigen Moment im Abgang, als wenn du wirklich Sahne getrunken hättest. So ist der Abgang. Also toller Whisky. Wirklich, also ich würde sagen, also von mir kriegt der. Ja, hab eigentlich gar nichts zu meckern, ne? Also ich finde den echt gut. Ja, 5 Daumen hoch. Ich sag einfach 5 Daumen hoch, weil ich kann den Geschmack nicht einordnen. Der hat einen ganz, ganz intensiven Geschmack und ich kenne diesen Geschmack einfach nicht. Es ist was ganz Neues für mich, eine ganz neue Erfahrung. Aber alles andere, was der mitbringt, diese schöne Holznote, also der erinnert schon so ein bisschen an so einen richtig geilen Bourbon, aber setzt noch oben einen drauf, finde ich, ne? Und der ist super ausgewogen, der Alkohol ist toll eingebunden, der hat super intensive Aromen, auch diese intensiven Röstaromen und so. Ist wirklich selten, dass du Whiskys hast, die das so mitbringen. Also tolles Zeug. Vielen Dank, Volker, fürs Mitbringen. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Der ist wirklich, wirklich lecker. Und ja, ich hoffe, die Community kann auch mal was davon probieren. Also man sollte vielleicht mal in meine Gruppe gucken. Toll, wirklich toll. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal drankommt, wenn ihr zufällig mal in Peru seid, organisiert euch diesen ersten Anden-Whisky der Welt, ja. Einfach mal mitnehmen oder einfach da probieren. Der Geschmack ist so krass, ich habe den immer noch im Mund. Ne? Das geht nicht weg. Das ist richtig intensiv. Krass. Also, tolles Zeug, was die da gemacht haben, muss man wirklich sagen. Hat der die Don Michael Distillery in den Anden oder Don Michael oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Wirklich toll. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr so von Whisky international haltet. Sollten wir in Schottland bleiben oder kann man da auch mal die Augen öffnen für andere Länder, generell für Länder, wo man halt mit Whisky eigentlich erstmal oder wo man von Whisky noch gar nichts gehört hat, wie jetzt zum Beispiel Peru, ist ja auch für mich komplettes Neuland. Oh, ich sollte mein Gurkenglas nicht unterhauen. Ansonsten folgt mir gerne bei Facebook, bei Instagram und wenn ihr Bock habt, kommt in meine Whisky WhatsApp Community Gruppe. Da ist immer guter Austausch, immer gut was los und würde mich freuen, wenn ihr da mitmachen möchtet. Dazu müsst ihr mich einfach nur anschreiben, ich lade euch dann in die Gruppe ein. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.